hinten in der Ecke. Dann Hoffmann. Das lief mal auf den Weg gegeben, einen Uppercut zu probieren. Also nicht versuchen, den Gegner gleich immer umzubringen mit seinen schweren Schwingern. So ein bisschen taktischer zur Sache gehen. Imposante Erscheinung, Salif. Wirkt wie die Ruhe selbst. Bislang saubere Leistung von Goran Gogic. Hat er die Nerven gehalten. Boxt genauso, wie man gegen diesen Salif boxen muss. Beweglich, mit schnellen Händen, guter Deckung. Schöne, knackige Rechte zum Kopf von Salif. Jetzt die Rechte geschlagen von Gogic. Wäre mehr drin gewesen. Ja, da war wieder ein Hammer Richtung Körperpartie. Gogic 21 Kämpfe, 16 Siege, 3 hat er verloren, 12 Mal durch K.O. gewonnen, also er hat durchaus auch Pfeffer in den Fäusten, wenn er durchkommt. Zudeck. Meinte, dass er rechts weggehen. Genau das macht er jetzt nicht. Weg von der Schlaghand von Salif. Aber Goran Gogic geht es genau in die Richtung, die er eigentlich nicht marschieren sollte. Dreimal hat er verloren, Goran Gogic bislang, gegen Badu Sauer 2003, 2004 um die internationale deutsche Meisterschaft gegen Konstantin Ohnefrei und 2006 gegen Pedro Carrion, der, wie gehört, im Training schwer K.O. gegangen ist gegen Salif. Zweimal, also dieses Jahr schon angetreten, der Gogic. Beide Kämpfe konnte er sicher und klar für sich entscheiden.
Ja, da war die rechte Mal im Ziehen von Salif. Schlagabtausch will ich mich nicht einlassen. Mit brutaler Gewalt schießt er da seine Fäuste ab. Und wenn der Kopf mal dazwischen ist, dann ist das Thema hier erledigt. Kampf gegen Schwergewicht, wie man sieht. So viele sieht, ohne große Aktionen. Der eine wartet nur drauf, dass er seinen Gegner auslocken kann. Jetzt schon wieder eine gute Linke zum Kopf von Gogic und der andere taktiert. Rechts rüber, mit der linken Hand gehst du rechts rüber. Und dann rechts. Und rechts.